Fahre dann weiter über das Gerüstviadukt in der Mitte der Strecke und schließlich durch den Prinzess-Luisa-Tunnel kurz vor der Bergstation. Gegenüber der Bergstation lädt der sogenannte Balkon von Dresden das Restaurant Luisenhof zu kulinarischen Genüssen und einer einmaligen Aussicht auf das Dresdner Elbtal ein. Die Elbhänge, die sich zur rechten und linken Seite erstrecken, gehörten einst dem Weinbau. Als er Mitte des 19. Jahrhunderts zum Erliegen kam, entstanden hier die prachtvollen Villen, die Sie heute sehen. Auf der eingleisigen Strecke legt die Standseilbahn 547 Meter zurück und überwindet 95 Höhenmeter. Wenn Sie nach vorn schauen, erblicken Sie schon den zweiten Wagen, der ins Tal fährt. Die Fahrzeuge sind durch ein 580 Meter langes Drahtseil miteinander verbunden. An der Ausweiche auf dem Gerüstviadukt fahren sie aneinander vorbei. Bald erreichen wir die Bergstation auf dem Weißen Hirsch. Der Name dieses Stadtteils geht auf die Schenke zum Weißen Hirsch zurück, die der kurfürstliche Kapellmeister Christoph Bernhardi Ende des 17. Jahrhunderts auf seinem Gut eröffnete. Um das Anwesen herum wuchs in den folgenden 200 Jahren eine Ortschaft. Mit der Eröffnung seines Sanatoriums führte Dr. Heinrich Lahmer die Landgemeinde Ende des 19. Jahrhunderts zu internationalem Ruhm. Den Gasthof zum Weißen Hirsch finden Sie heute nicht mehr, dafür die Sternwarte Manfred von Ardenne, den ehemaligen Kurpark am Rande der Dresdner Heide und vor allem ruhige Straßen mit eleganten Villen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiedersehen, vielleicht schon zur Fahrt in die Talstation. Fahrgäste, die Dresdner Verkehrsbetriebe begrüßen Sie herzlich zur Fahrt nach Loschwitz. Die Standseilbahn ist eine der ältesten ihrer Art weltweit. Pflege und Erhalt dieses technischen Denkmals liegen uns sehr am Herzen. Der Prinzess-Luisa-Tunnel unterhalb der Bergstation liegt am steilsten Streckenabschnitt. Das Gefälle liegt hier bei 29%. Sein Name geht wie beim Restaurant Luisenhof auf die sächsische Kronprinzessin.
Bergschwebebahn der Welt ist 6 Jahre jünger, aber mindestens genauso interessant wie die Standseilbahn. Von der Aussichtsplattform auf dem Dach der Bergstation können Sie einen einzigartigen Panoramablick über das Elbtal genießen. Wenn Sie sich am Ausgang nach links wenden, erreichen Sie nach etwa 100 Metern die Talstation der Schwebebahn. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ich weiß nicht.